So, meine Damen und Herren, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind zu diesem heutigen Pressetermin. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute drei Herren präsentieren darf, die etwas zur Aktion 20.000 zu sagen haben. Es sind aber nicht nur die drei Herren am Podium, die heute für euch für Fragen zur Verfügung stehen, sondern ich darf noch ein paar Persönlichkeiten zusätzlich kurz erwähnen und vorstellen, wo es für euch dann die Möglichkeit gibt, auch Fragen zu stellen bzw. im Nachhinein direkt ins Gespräch zu kommen. Von mir aus gesehen links, ganz vorne, sehen Sie Andreas Türschweller, den Bürgermeister der Gemeinde Eibiswald, eine Gemeinde in der Pilotregion, über die wir heute noch reden werden. Er hat mitgebracht die Frau Helene Rosmann. Sie ist eine der Beschäftigten über die Aktion 20.000 in der Gemeinde Eibiswald. Vorne bei mir rechts sehen Sie Franz Hansbauer und fast daneben Michaela Sachin. Das sind AMS-Geschäftsstellenleiter. Franz Hansbauer leitet das AMS Kreuzberg. Michaela Sachin leitet das AMS Deutschlandsberg. Die beiden AMS-Geschäftsstellen in der Pilotregion. Und dazwischen sitzt Barbara Spari, auch eine bereits über diese Aktion beschäftigte Person, die in der Gemeinde Deutschlandsberg schon beschäftigt ist. So, das sind die Personen. Ich freue mich sehr, Bundesminister Alois Stöger begrüßen zu dürfen, Abgeordneter zum Nationalrat Josef Muchitsch und in dieser Runde nicht vorstellen muss ich den Landesgeschäftsführer des AMS, Karl-Heinz Nobel. Ich darf nun bitten, in dieser Reihenfolge um Ihre Statements und darf den Herrn Minister gleich bitten zu beginnen. Danke sehr. Liebe Frau Rosmann, liebe Frau Sahin, lieber Beppo, da sieht man, was man tut, wenn man sich auseinandersetzt über Fragen, wie kann man Sozialpolitik in Österreich machen, was bedeutet es, wenn wir Menschen ernst nehmen. Menschen ernst nehmen heißt, ihre Probleme zu lösen. Und Langzeitarbeitslosigkeit ist für viele Personen ein großes Problem. Und es trifft Ältere viel mehr als Jüngere. Wir haben derzeit am Arbeitsmarkt eine Entlastung. Wir haben mehr Menschen in Beschäftigung denn je. Wir haben die Arbeitslosigkeit reduzieren können. Trotzdem haben Menschen über 50 ein größeres Problem, wenn sie arbeitslos werden. Wenn die Firma in Konkurs geht, wenn eine Abteilung geschlossen wird, wenn irgendeine Geschäftsleitung eine Entscheidung trifft, dann ist es so, dass ältere Menschen, die davon betroffen werden, nicht mehr aufgenommen werden in anderen Betrieben. Da haben Personalchefinnen und Personalchefs manchmal Vorurteile. An Älteren nimmt man nicht mehr so leicht auf wie an 25-Jährigen. Und daher ist es so wichtig, dass wir ganz bewusst gesagt haben, wir wollen eine Aktion starten, um die Menschen über 50, die langzeitarbeitslos geworden sind, eine vernünftige Hilfe anzubieten. Die Leute wollen arbeiten, die Leute sind fit genug, die haben jede Menge Erfahrung und haben in ihrem Leben schon gezeigt, dass sie arbeiten können, bringen auch Erfahrungen mit. Die Vorurteile der Personalchefinnen und Personalchefs sind Vorurteile und damit immer ungerecht. Und daher ist es auch wichtig, dass man hinzeigt und sagt, da müssen wir was tun. Wir wollen ganz bewusst, und das ist genau das Ziel, wir wollen den betroffenen Personen über 50, die Langzeit arbeitslos geworden sind, eine Perspektive geben. Ich habe in meinen Gesprächen Leute kennengelernt, die haben 200 Bewerbungen abgeschrieben, weggeschickt und haben 10 Antworten gekriegt. Nur 10. Aber die 10 waren negativ. Also diese Erfahrungen schildern mir viele Menschen. Und das braucht auch einen anderen Umgang. Und wir haben gesagt, was können wir tun, um hier diesen Menschen zu helfen. Wir haben mehrere Aktionen gestartet. Eine geht zum Beispiel um den Beschäftigungsbonus. Und wir haben gesagt, wir wollen
Menschen, die davon betroffen sind, Arbeitsplätze entwickeln, die der Markt nicht deckt. Wir wissen, in jeder Gemeinde gibt es Tätigkeiten, die braucht die Gemeinschaft. Die wären gut, wenn das wer machen darf, nur es zahlt keiner. Die Gemeinden haben chronisch zu wenig Geld, aber es werden da Tätigkeiten vorhanden. Ich sage immer das Beispiel, wir haben 5000 Schulen, aber kaum ein Schulsekretariat. So, deswegen, weil die Gemeinden als Schule heute halt oft kein Geld haben. Und wenn wir sagen, wir wollen diese notwendigen gesellschaftlichen Arbeiten nutzen, wollen den Gemeinden Geld anbieten, sie unterstützen, dass diese Tätigkeiten in der Gemeinde genutzt werden, dann entstehen Jobs, die mit Würde verbunden sind und wo wir es schaffen, den Menschen diese Würde zurückgeben. Da entsteht ein Mehrwert für die Gesellschaft und zum Beispiel auch, wenn es darum geht, kann man Menschen, die in Alten- und Pflegeheime sind, noch mehr betreuen. Nicht pflegen. Die Pflege ist eine Tätigkeit, da braucht man eine entsprechende Ausbildung. Auch da tun wir vom AMS viel unterstützen, dass wir pflegen können. Aber es geht um Betreuung. Da geht es darum, ist es möglich, dass man zum Beispiel nicht alle 10 Tage die Älteren erlaubt oder unterstützt, dass sie Verwandte besuchen, dass sie am Friedhof fahren, dass sie einkaufen gehen, dass wer mitgeht. Das ist jetzt vielleicht alle 14 Tage findet das einmal statt. Wenn wir mehr Leute haben, ist bei mir aus alle 7 Tage, alle 10 Tage, je nach Einrichtung. Das ist Begleitung im Alltag, und das, glaube ich, ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und natürlich gibt es in jeder Gemeinde am Bauhof, es gibt immer Tätigkeiten, die an sich gut werden, wenn sie gemacht werden und wo aber der Bürgermeister, die Bürgermeisterin zu wenig finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, es ist uns lieber, wir geben den Menschen Löhne statt Arbeitslosengeld. Wir haben gesagt, nutzen wir die Mittel, die wir für Arbeitslosengeld ausgeben, legen wir noch für jede Person 10.000 Euro drauf, im Durchschnitt, und geben wir das Geld den Gemeinden und die Gemeinden werden damit vernünftiger umgehen. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin weiß genau, was brauche. Und wenn eine Gemeinde, wenn ein Sozialhilfeverband oder was immer gibt, im öffentlichen Bereich so eine Beschäftigung findet, dann kriegen die Personen ein echtes Arbeitsverhältnis, ein Arbeitsverhältnis, das mir sehr wichtig ist, das kollektivvertraglich entlohnt wird. Wo auch jeder das Geld verdient, was jeder andere, der zu den gleichen Bedingungen auch dorthin kommt, auch bekommen würde. Die Leute kriegen ganz normale Jobs. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und das ist also so sichergestellt. Und mit dieser Aktion zahlen die dann auch ihre eigene Sozialversicherung, zahlen ihre eigenen Steuern, so wie jeder andere auch. Und haben damit ihre Würde zurück und haben auch eine Perspektive für die Zukunft. Mich freut es ganz besonders, dass hier Vertreter aller Seiten da sind, nämlich sowohl die Arbeitssuchenden, dass aber auch die zukünftigen Arbeitgeber da sind. Also der Bürgermeister, ich sage danke auch fürs Kommen heute. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man hier also auch den Austausch sucht. Und ich möchte wirklich Danke sagen an alle, die mitgewirkt haben, dass diese Aktion 20.000 geht. Beppo, danke, sage ich einmal da. Beppo ist der Vorsitzende des Sozialausschusses im Parlament. Er ist der mich bei allen diesen Aktivitäten ganz intensiv unterstützt. Da sage ich wirklich nochmal Danke. Das ist oft wichtig, dass man auch kurz abgestimmt sagt, was brauchen die Leute, was kann man tun und dass man dann aber auch die Kraft auf den Tisch bringt, die Themen im Parlament auch in schwierigen Situationen, es ist ja nicht immer so einfach,
auch in schwierigen Situationen mit einem nicht einfachen Koalitionspartner die Themen dann auch umsetzt, um das freundlich zu formulieren. Da ist es wichtig, dass wir da gemeinsam arbeiten. Ich sage auch Danke bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AMS. Ich habe da viel Engagement zeigen müssen. Bitte zeigt es auch in der Zukunft. Ihr macht da einen super tollen Job. Die Leute erkennen das. Das ist mir auch wichtig. Und mir ist es auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, wir haben das bewusst so angelegt, dass man zuerst in jedem Bundesland in einer Region ein halbes Jahr lang Erfahrungen sammeln. Wir machen Pilotregionen. Da darf man auch gescheiter werden. Also es ist erlaubt, gescheiter zu werden, Erfahrungen zu sammeln. Die nehmen wir dann auf. Und am 1.1.2018 werden wir das auf ganz Österreich, damit auf ganz Steiermark, ausrollen. Das heißt, auf alle Bereiche. Und dann haben alle Menschen die Chance, in diese Rolle, diese Ziele zu erreichen. Ich habe gehört, aber es wird der Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe noch berichten, 51 Arbeitsplätze sind da schon in der Pilotregion schon besetzt. Viele sind gemeldet, das ist auch wichtig. Also in Wirklichkeit ist das ein Riesenerfolg. Also zusammenfassend, wir wollen mit der Aktion 20.000 ein Ziel erreichen, nämlich die Altersarbeitslosigkeit zu halbieren. Wir haben derzeit fast 50.000 Leute, die langzeitarbeitslos sind und älter ist 50. Wir wollen das halbieren. Mit der Aktion 20.000 setzen wir da die ersten Schritte. Zweitens, wir wollen Arbeitsverhältnisse, die kollektivvertraglich entlohnt sind, nicht so einen Blödsinn mit irgendwie zuteilen. Nein, wir wollen einen Job, einen echten Job, der kollektivvertraglich entlohnt ist, ein Job, der einen gesellschaftlichen Mehrwert bringt, wo die Leute was haben davon, wo man es in der Gemeinde spürt, dass da mehr Leute da sind und die den Betroffenen die Perspektive geben. Die Vorbereitungsphase ist super über die Bühne gelaufen. Wir haben in allen Bundesländern die Pilotregionen abgewickelt und ich habe schon gesagt, am 1.1.2018 rollen wir diese Maßnahme in allen anderen Bezirken aus. Ihr seid die, wo wir jetzt Erfahrungen sammeln. Aus meiner Sicht herzlichen Dank. Sehr geschätzter Herr, soll man umbauen oder soll man lauter umbauen? Gut. Sehr geschätzter Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon etwas Besonderes, wenn der Sozialminister 26 Tage, nachdem diese Aktion gestartet ist, als Versuch in Pilotregionen, als erstes Bundesland die Steiermark besucht und hier in der Steiermark einmal Rede und Antwort steht, wie weit sind wir, wie läuft es, was haben wir alles vor, was sind so die Ziele, beziehungsweise was soll das Ergebnis sein. Und über Sozialpolitik kann man reden oder man kann Sozialpolitik auch leben. Und was wir mit dieser Aktion, glaube ich, noch kurz vor Ende Juli im Nationalrat bewiesen haben, das heißt, wir haben am 28. Juli diese Aktion im Parlament mehrheitlich beschlossen. Wir haben damit bewiesen, dass wir Sozialpolitik auch leben wollen. Und es gibt nichts Schlimmeres an Zeiten als Arbeitslosenzeiten. All jene, die einmal davon betroffen waren, wissen das aus eigener Erfahrung. Und umso wichtiger ist es, dass wir mit dieser Aktion diese Aktion herunterbrechen auf die Regionen, herunterbrechen auf die Gemeinden, auf die sozialen Vereine und auf die gemeinnützigen Unternehmen, wo man sagt, bitteschön, helft uns. Diese Betroffenen in der Steiermark 5.500, die länger als ein Jahr arbeitssuchend gemeldet sind, dass wir die wieder in einen Job bringen, dass die eine Chance bekommen, sich am Arbeitsmarkt neuerlich zu beweisen, wo die Privatwirtschaft ihnen oftmals keine Chance mehr gibt
obwohl man hunderte Bewerbungen geschrieben hat. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Aktion. Und jetzt kannst du Meinungen geben oder Mitbewerber, die das alles schlecht reden. Aber Fakt ist eines, jeder hier in diesem Raum kennt irgendjemand in seinem Umfeld, den es betrifft, der 50 und älter ist, der keine Chance mehr hat. Und deswegen ist es so wichtig, diese Aktion hinunterzubrechen auf die Regionen, in die Gemeinden, weil dort die Bürgermeister, die Leute vor Ort, die kennen diese Menschen, die kennen diese Gesichter. Jeder dieser Statistikfälle hat ein Gesicht. Und diese Gesichter gilt es vor Ort und in der Region zu helfen. Und deshalb bedanke ich mich, dass wir Sozialpolitik in Österreich leben dürfen, dass wir hier vielen Menschen eine Brücke bauen oder ein Sprungbrett geben, zurück in einen Job, damit sie dann dementsprechend aus Leistungsempfängern wieder Beitragszahlern werden. Und diese Chance sollen viele Menschen nutzen, deswegen brauchen wir die volle Unterstützung der Gemeinden, der sozialen Vereine und der sozialen Unternehmen, damit wir hier dieses Ziel, 20.000 Menschen zusätzlich wieder einen Job zu bringen mit älter als 50 Jahre, auch erreichen. Ich bin sehr zuversichtlich, Herr Bundesminister, dass wir in der Steiermark und vor allem auch in der Modellregion Vorarlberg und Deutschlandsberg die von dir vorgegebenen Ziele weit übertreffen werden, dass wir vielleicht sogar österreichweit als Aushängeschild für diese Aktion uns präsentieren dürfen nach der ersten Bilanz mit 31.12. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, weil wir unterwegs sind und versuchen, viele dieser Partner dementsprechend als Unterstützer zu gewinnen. Und wir auch wissen, dass es im Zuge dieser ersten Erfahrungen, die wir hier sammeln, es auch zu der ein oder anderen Evaluierung kommen wird, um noch mehr Menschen zu helfen. In diesem Sinne, danke für deinen Besuch in der Steiermark und danke auch dem AMS mit all dem, was ihr jetzt zusätzlich an Verantwortung übernommen habt, dementsprechend diese Aktion ins Rollen zu bringen. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Beppo, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf ganz kurz die Zahlen erwähnen und auch ein bisschen erzählen über die Vorbereitungsarbeit und wie es uns jetzt in der Steiermark, vor allem in den Pilotregionen Deutschlandsberg und Vorarlberg geht. Ich darf erinnern, es ist ja noch nicht einmal ganz ein Monat her, dass der Nationalratsbeschluss dann tatsächlich getroffen werden konnte. Wir sind alle davon ausgegangen, dass diese Beschäftigungsaktion 20.000 in dieser Form auch umsetzbar sein wird. Wir haben lange davor in Absprache mit dem Sozialministerium natürlich mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen und ich erinnere daran, dass wir beispielsweise mit allen 30 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, also eine Frau und Bürgermeister, in dieser Pilotregion Weststeiermark Konferenzen gehabt haben. Meine Kolleginnen und Kollegen sind zu allen Bürgermeistern persönlich hingegangen, haben alle Vereine kontaktiert. Also da hat es gute Vorarbeit gegeben. Ich erwähne das deswegen, weil es wirklich sehr, sehr positiv und überraschend gewesen ist, wie gut der Response gerade in der Weststeiermark von der Kommunalpolitik aus gewesen ist. Die waren von Anfang an dabei und haben gesagt, da machen sie mit. Ein ausgezeichnetes Beispiel sitzt auch mit dem Herrn Bürgermeister von Eibiswald da hier in der Runde. Wir haben uns das durchgerechnet, also es gibt in der Steiermark, wie erwähnt, etwas mehr als 5.000 über 50-jährige Arbeitslose, die schon ein Jahr lang arbeitslos sind. Unsere Zielsetzung ist es im Sinne des Halbierens hier, zumindest 2.200 Personen davon bis in das Jahr 2018 hinein, dann auch, wenn die Aktion ausgerollt ist, einen Arbeitsplatz zu ermöglichen und sie in Beschäftigung zu bringen. In der Pilotregion haben wir ca. 500 Personen, die über ein Jahr arbeitslos sind und über 50 Jahre alt sind. Und hier ist unsere Zielsetzung einmal gemeinsam, ca. 200 Personen eben in Beschäftigung zu bringen. Der Herr Bundesminister hat es erwähnt,
wenn wir diese Zielsetzung 200 im Pilotbereich der Weststeiermark uns vor Augen führen, so ist es uns jetzt nach wenigen Tagen bereits gelungen, das schuldet der guten Vorarbeit der Kolleginnen und Kollegen natürlich, aber auch der Kooperation aller möglichen Dienstgeber, vor allem der Bürgermeistern in diesem Feld, dass wir bereits 51 Personen in Beschäftigung haben. Und wir haben von den Gemeinden und Vereinen in diesen zwei Bezirken mit gestrigen Tag 97 zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten bereits bekommen. Also an die 150 haben wir bis zum heutigen Tag schon einmal mögliche Arbeitsplätze. Und jetzt geht es daran bzw. dabei weiter, die richtige Person auf den richtigen Arbeitsplatz zu bringen. Also erste Einschätzung, wir werden uns sehr bemühen, dass wir diese Zahlen, die hier als Zielzahlen und als Erwartungen auch da sind, in der Steiermark und vor allem auch in der Pilotregion überzuerfüllen. Da haben wir eine eigene Motivation, dass wir auch natürlich trachten, so viel Geld, wie es nur irgendwie möglich ist, der Fördermittel, die da hier im Raum stehen, in die Steiermark zu bekommen. Es geht hier, und das ist etwas, was der Herr Bundesminister uns vor Monaten schon gesagt hat und was bei uns bei dieser Aktion ganz oben steht, eben um diese Eckpunkte dieser Aktion. Vor allem möchte ich, das eine ist erwähnt worden, es sind kollektivvertraglich entlohnte Beschäftigungen, es sind vollversicherte Beschäftigungsverhältnisse. Wir trachten auf Vollzeitarbeitsplätze, wir gehen nicht unter 30 Stunden hinunter, außer es ist bei einer Person aus persönlichen Gründen vielleicht darüber auch zu beraten. Es geht um Job Creation. Wir reden mit den Bürgermeistern, wir reden mit den Vereinsleuten. Also wo gibt es sinnvolle Möglichkeiten? Es dürfen keine bestehenden Arbeitsplätze verdrängt werden. Darauf achten wir sehr. Das funktioniert auch gut. Da geht es immer um zusätzliche Arbeitsplätze und das gilt es einzuhalten. Wir sind hier mit diesem einen Projekt im Gesundheitsbereich, wir nennen es Selbstständig Leben daheim, auch mittlerweile sehr gut unterwegs. Wir bilden auch tatsächlich aus dieser Gruppe der älteren arbeitslosen Menschen zu Heimhelferinnen aus. Das geht alles nur auf freiwilliger Basis natürlich und die Menschen müssen es machen wollen. Und hier haben wir bereits mit einer Ausbildungsgruppe für die Weststeiermark mit 15 Frauen begonnen. Die wollen in weiterer Folge im Pflegebereich, und zwar Männer, habe ich gerade gehört, danke, sind auch dabei, dass die auch in diesem sogenannten Gesundheits- und Unterstützungsbereich in der Pflege dann tatsächlich bei den arrivierten Pflegeeinrichtungen in der Steiermark ab September einen regulären Arbeitsplatz bekommen werden. So viel kurz zusammengefasst zu den Zahlen. Danke. Gut, dann darf ich jetzt abschließend noch den Andreas Türschweller bitten, ein kurzes Statement aus der wirklich regionalen Sicht aus der Gemeinde Eibiswald zu bringen. Bitte. Ja, danke sehr. Guten Damen und Herren, Bundesminister. Es wurde bereits alles gesagt, glaube ich, was die soziale Komponente betrifft, die wir als Bürgermeister und vor allem ich als sozialdemokratischer Bürgermeister in den Vordergrund stellen. Die zweite wichtige Geschichte bei uns in den Kommunen ist natürlich diese, wir haben zu kämpfen, wir haben zu kämpfen mit Budgetabgängen, in der Steiermark speziell aus Gemeindezusammenlegungen zu geben. Die Arbeiten wurden nicht weniger, im Gegenteil, es wird mehr. Die Leistung muss erhalten bleiben und diese Chance, wenn wir jetzt kriegen, dass man diese Arbeitslosen in der Gemeinde anstellen kann, wurden von uns 2019 unterstützt. Das ist eine Chance, die müssen wir nicht ergreifen. Und ich habe sie ergriffen in der Gemeinde. Zurzeit sind wir bei 7 Mitarbeitern, die wir aufgenommen haben. Ich muss auch dazu sagen, die Frau Rossmann ist heute mit 50 Jahre, das ist ja kein Alter, das ist immer mitten im Leben. Und wenn man da arbeitslos wird, wir haben heute gesprochen vom Einfach, das ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Dinge, wenn man 20 Jahre im Berufsleben gestanden ist und noch länger, dem eigentlich erleben kann. Und daher ist diese Aktion, die unser Bundesminister und unsere Bundesregierung jetzt beschlossen hat, wirklich ein ganz wichtiger sozialer Faktor für die Gemeinden. Und ich bitte darum, dass man da wirklich in der Öffentlichkeit das unterstützt und uns Kommunen weiterhin unterstützt. Somit können wir die ganze Arbeit auch aufrechterhalten und diese kommt jetzt den Leuten zugute. Dankeschön. Dann stehen wir jetzt für Fragen zur Verfügung. Ernst Zittinger, Kleine Zeitung, habe ich als erstes gesehen.
Zuerst eine kurze formale Frage, weil es hat am 3. Juli schon einen Startschuss für die Aktion gegeben. Damals mit Bundesminister Leichtfried und Landesrätin Campus. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten Startschuss und dem zweiten? Und wird es auch noch einen dritten vielleicht geben im Wahlkampf? Das ist einmal nur die formale Frage. Und die inhaltliche Frage wäre, ich meine, da wird jetzt eine Dreiviertelmilliarde, glaube ich, ausgegeben für diese Aktion in 2 Jahren. Wenn die Arbeitgeber meistens öffentliche Arbeitgeber sind, rechne ich einmal mit ungefähr 1 Milliarde Kosten, die das in Summe verursacht. Wäre es nicht besser, oder ich meine, das ist auf jeden Fall gut, aber ist es nicht auch notwendig, dass man strukturell nachhaltiger etwas macht, indem man zum Beispiel die Unternehmen entlastet? Man könnte ja auch mit diesem Geld, das könnte man in die Hand nehmen, um noch einmal deutlich den Druck von den Lohnnebenkosten zu nehmen, weil dadurch ja sehr viele Arbeitsplätze vernichtet werden, einfach dadurch, dass Arbeit zu teuer ist in diesem Land und dass der Staat zu teuer ist für die Unternehmer. Bekennen Sie sich dazu, Herr Bundesminister, dass man auch da deutlich entlasten muss, weil das ja dann nachhaltig mehr Arbeitsplätze bringt? Und dann auch noch die Frage Arbeitsverteilung, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung. Das wäre meine Bitte, dass Sie dazu Stellung nehmen. Danke. Ja, also zur ersten Frage Startschuss. Wir haben tatsächlich mit 1.7. begonnen und mich freut es, dass der Jörg Leichtfried und die Frau Landesrätin Campus das auch in der Steiermark laut gesagt haben, das ist wichtig. Jetzt geht es darum, wir haben jetzt die ersten Menschen im Job, auch nach 26 Tagen das zu sagen, was das für die 51 Personen bedeutet und für die 97, die oder 93, die angemeldet, 97, die schon genannt worden sind, da merkt man, dass der Bedarf erkannt worden sind und dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister diese Chance auch nutzen. Ich glaube, das ist wichtig. Zu den Kosten. Die Kosten sind so, dass wir 200 Millionen zusätzlich zu dem, was ansonsten an Arbeitslosengeld auszugeben wäre, dass die zusätzlichen Kosten sind. Das ist das Konzept dann, wenn wir die 20.000 Arbeitsplätze in ganz Österreich geschafft haben. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, dass das auch der richtige Schritt ist. Zur dritten Frage, Arbeitsmarktpolitik. Arbeitsmarktpolitik arbeitet auf vielen Ebenen. Da geht es erstens einmal darum, Forschung zu stärken. Wir brauchen innovative Betriebe. Da geht es auch darum, Bildung zu stärken, damit wir Leute haben, die auch dazu führen, dass Menschen aufgenommen werden. Da geht es auch darum, dass man Infrastruktur zur Verfügung stellt. Zum Beispiel, die Arbeitsplätze in der Steiermark werden dann auch besser, wenn entsprechende Infrastruktur, ich rede von Autobahnen, ich rede von Bahn, ich rede von anderen Maßnahmen, auch gemacht werden. Das ist auch entscheidend. Und das tun wir. Christian Kern hat den Plan A entwickelt. Wir haben Ideen. Wir wissen, wohin wir Österreich entwickeln wollen, auf vielen, vielen Ebenen. Und da ist eine davon auch das Thema, was können wir tun, um Unternehmen zu entlasten. Und wir sagen ganz klar, wir wollen, dass nicht nur die Arbeitnehmer Steuern zahlen, sondern andere auch. So, den zweiten Satz sagen wir aber nicht dazu. Andere auch. Und wir haben sehr klar gesagt, es muss die Entlastung auf der Lohnseite gegeben sein, ohne dass man den Arbeitnehmern was wegnimmt. Aber ich bin der Erste, der bereit ist, Lohnnebenkosten zu reduzieren, wenn man das, was man aus Lohnnebenkosten finanziert, dann anders organisiert. Das mache ich morgen. Also noch einmal, ich sage es deutlich, das mache ich morgen. Da muss man aber die andere Seite auch sagen. Und das sagen die Koalitionspartner bisher nicht. Bisher nicht. Also gerne, ich sage auch dazu, wir haben mit Maßnahmen, zum Beispiel mit dem Beschäftigungsbonus, die Lohnnebenkosten tun wir für jene, die in der Privatwirtschaft Menschen aufnehmen, die zusätzliche Menschen aufnehmen, auch in der Steiermark wird das stattfinden, zahlen wir für 3 Jahre die Lohnnebenkosten zur Hälfte, wenn sie vom Stichtag X mehr Personal aufnehmen. Auch das hat die Bundesregierung beschlossen. Zum Thema Arbeitsverteilung
Ich glaube, dass wir über diese Frage langfristig nicht umhinkommen. Wir müssen darüber schauen, wie kann man die Arbeit insgesamt auch anders verteilen. Das sind Fragen wie die Frage, in welcher Branche kann man welche Arbeitszeit Reduktion durch welche Maßnahme setzen, ein wichtiges Thema bei Tarifverhandlungen, bei Kollektivvertragsverhandlungen, das wird man da diskutieren. Ich glaube, dass wir ja Vorschläge eingebracht haben, erinnere nur daran, an die Frage der sechsten Urlaubswoche, aber das braucht parlamentarische Mehrheiten. Sekunde, Peter Kolb aus der Presseagentur. Ich würde gerne wissen, wie ist das bei Ihnen jetzt persönlich abgelaufen? Haben Sie von dieser Aktion gehört? Haben Sie sich selbstständig gemeldet? Ist man auf Sie zugegangen? Wie lange waren Sie arbeitslos? Und was ist das, was Sie in Aussicht brauchen oder was Sie bereits arbeiten? Also ich beginne am 1.8. Das ist über das ARS, ist das passiert. Ja, meine Betreuerin hat mich diesbezüglich informiert. Und wir haben dann auch gesprochen, wie ich da selbstständig auch schauen kann, wie ich die Möglichkeiten habe. Und das AMS hat sehr schnell reagiert mit den Stellenangeboten. Ja, und dementsprechend habe ich mich dann auch beworben. Es ist ein sehr großer, positiver Eindruck bei mir entstanden seitens des AMS und auch beispielsweise bei der Gemeinde, dass man sagt, sie gehen auf uns wirklich ein, auf unsere Bedürfnisse. Ja. Und ich habe auch von vornherein das Gefühl gehabt, dass man einen maßgeschneiderten Job bekommt, dass die Qualifikation, also ich habe 20 Jahre in der Verwaltung gearbeitet, ja, und dass diese Qualifikation sozusagen jetzt da, dadurch auch wieder unterstützt wird in meiner zukünftigen Arbeit. Und das ist für mich sehr positiv und ich bin sehr dankbar, dass es diese Aktion gibt. Was ist das für eine Arbeit, die Sie künftig machen müssen? Ich in der Verwaltung beim Bauamt eine Tätigkeit oder meine Aufgaben erfüllen. Schön, bitte. Ich glaube, es gibt ein paar Fragen bezüglich. Einerseits wird die Aktion 20.000 auch zum Beispiel auf die Bundesministerien ausgehen. Es gibt ja dazu auch die Ideen, dass die Bundesministerien zum Beispiel mit verschiedenen Leitstellen in Zukunft auch auf die Länder wieder gehen, um die Landflucht zu bekämpfen. Das ist halt vom Koalitionspartner angesprochen worden. Und der zweite Punkt ist, gibt es auch Kriterien zu verhindern, zum Beispiel, dass jetzt politisch deklarierte Personen oder Familienmitglieder von Gemeindebediensteten oder Gemeindepolitikern bevorzugt werden bei der Stellenvergabe? Ich fange mit dem zweiten Klärung, wenn ich darf. Also wir wissen das als Arbeitsmarktservice nicht. Die Kriterien sind sehr einfach und die gelten für alle und sind für alle gleich. Man muss über 50 Jahre alt sein und man muss über ein Jahr lang arbeitslos gewesen sein, um in der Beschäftigungsaktion 20.000 als Kundschaft gelten zu können. Und die zweite Seite ist, wir suchen bei den Gemeinden, wir bekommen gemeldet bei den Gemeinden, bei gemeinnützigen Vereinen mögliche offene Stellen. Wir prüfen diese offenen Stellen, ob das zusätzlich ist, dass niemand verdrängt wird. Und dann ist das ein ganz normales Matching-Verfahren, wie wir es 100.000-fach in der Wirtschaft als AMS machen. Das heißt, wir schauen, dass die richtige Person auf den besten und passenden Arbeitsplatz draufpasst. Und das probieren wir so lang, bis es Kling macht und dann ein Dienstverhältnis begonnen werden kann. Die Mitarbeiterinnen des Arbeitsmarktservice, die Beraterin, der Berater am Schreibtisch, der hat keine Informationen, ob es da Familienbeziehungen oder sonst irgendetwas geht. Das wird von uns eingeleitet und von uns betrieben und bearbeitet. Kurz zu der Gemeinde haben wir das so genannt und ich habe jetzt einen ehemaligen Gemeinderat der FPÖ bei mir Amstedt. Ich habe einen ehemaligen einen ÖVP-Mitglied Amstedt und die Frau Rosmann kann bestätigen, sie hat noch nie was mit Parteien zu tun gehabt. Die hat heute, Entschuldigung, Herr Bundesminister, nicht einmal sie gekannt. Das geht gar nicht. Ja, wie gesagt, es gibt auch andere Fälle, die mir bekannt sind. Aber das ist eine andere Geschichte und auch die Aktion 20.000 Personen zu haben. Gut, und die zweite Frage war, oder eigentlich die erste war bezüglich der Bundesministerien, planen Sie da einen Ausbau, respektive es gibt sehr viele Regulierungs. Ist das eine Frage direkt an den Herrn Minister? Direkt an den Herrn Minister.
Weil Atea GmbH braucht zum Beispiel im Medienbereich neue Mitarbeiter und der nächste ist zum Beispiel das Thema Ausfuhrkontrolle der Drogenregulierung, da wird man auch neue Verwaltungsmitarbeiter brauchen. Ist da was geplant? Gibt es da Ideen? Jene Unternehmen, die am Markt tätig sind, sind von der Aktion 20.000 nicht erfasst, aber jene Organisationseinheiten, die ich sage jetzt in der Verwaltung, im öffentlichen Bereich gemeinnützige Leistungen erbringen, sind einmal gedacht. Das sind in erster Linie richtet sich die Maßnahme an Gemeinden, sie richtet sich auch an Gemeindeverbänden. Sie richtet sich auch an Einrichtungen, die öffentlich tätig sind, wie Krankenanstalten, was immer. Also in diesem Bereich, da kann man Tätigkeiten machen. Und wenn es wo in der Gemeinde, in einer Stadt, einen Stadtbetrieb gibt, auch dann kann er mitwirken, wenn er nicht am Markt ist. Das ist die Zielgruppe. Das kann auch ein Ministerium sein. Zum Beispiel, wenn in Bundesschulen eine Schulschreibkraft oder Büroassistentin genutzt wird, dann kann es auch ein Ministerium sein. Es richtet sich in erster Linie an Gemeinden, damit auch an den ländlichen Raum. Und das ist die Zielsetzung. Danke. Gut. Kann ich Stiegler Moments Magazin? Mich würde interessieren, warum genau der Transfer Portfeld, wie sind die Pilotregionen ausgewählt worden für die Kriterien? Sie sind ca. 10%, es hat etwas mit Zahlen zu tun. Also es macht ca. 10% der Gesamtgruppe aus in diesen zwei Bezirken, die dann mit dem Ausrollen, also ca. diese 5.000 Personen, 500 sind es eben in diesen zwei Bezirken. Das wollten wir uns anschauen. Und das Zweite, es hat damit zu tun, dass wir uns ganz bewusst eben für keinen urbanen Bereich, also nicht für Graz, sondern für einen städtischen Bereich, sondern für außerhalb entschieden haben. Und die zwei Bezirke haben eine spannende Mischung. Einerseits Industriebetrieb mit einem höheren Anteil an Altersarbeitslosigkeit, aber auch Gewerbebetriebe bis dorthin, dass es Tourismus gibt. Also es sind zwei so typische Bezirke, die einen ganz bunten Arbeitsmarkt haben. Und das ist das ausschließliche Kriterium gewesen, warum diese zwei. Gut, dann gibt es noch eine dazu? Eine Frage? Ja, Martin Meyer, Verein Aktiv Arbeitslose Österreich. Eine kurze Frage zur Umsetzung. Bezüglich Vereines können auch kleinere Vereine ansuchen und Stellen bezahlt bekommen. Gerade die haben oft das Problem, was zu finden, und auch da gibt es viel Potenzial. Und dann interessiert uns, wie ist die Einbeziehung der Betroffenen selber, wie weit ist das freiwillig, und vor allem, wie weit werden auch betroffenen Selbstorganisationen endlich unterstützt. Das kriegen am zweiten Arbeitsmarkt die sozialökonomischen Betriebe, haben das Recht, 1% ihrer AMS-Förderungen an ihre Dachverbände abzugeben, also an Unternehmerverbände, während Erwerbsloseninitiativen bekommen gar nichts. Und es finde ich nicht okay, dass Versicherungsbeiträge von uns Arbeitnehmern für Unternehmerverbände zur Verfügung stehen, aber nicht zur Selbstorganisierung oder Selbstvertretung. Kleine Vereine, die Größe des Vereins ist für uns nicht das Kriterium. Das Kriterium, also gemeinnützig muss er sein, der Verein, und gemeinnützig heißt, er muss für die Allgemeinheit gemeinnützig sein. Ist sogar ein einfaches Beispiel, wenn es jetzt da ein gemeinnütziger Schachverein ist, der nur seine eigenen Mitglieder halt hier zu betreuen hat, dann wird das schwierig sein. Wenn es eine Organisation ist, die beispielsweise in der Flüchtlingshilfe, in der Lernbetreuung oder ähnliches ist, dann freuen wir uns über zusätzliche Jobs, die es hier gibt. Also die Größe des Vereins spielt keine Rolle. Und das Zweite, Arbeitslosen-Selbsthilfeorganisation. Wir haben in der Steiermark den Verein Amsel. Ich bin mit dem Verein Amsel, mit der Frau Schaub in Kontakt. Sie hat mich bereits gefragt, wie das werden wird, ob auch sie begünstigt mit ihrem Verein sein kann. Ich habe sie eingeladen, hier ein Gespräch zu führen. Sie selber sagt, also für sie gilt es mit 01.01.2018. Also das müssen wir uns anschauen. Ausschluss gibt es da selbstverständlich keinen. Und wir werden das ganz genau in guter Kooperation wie üblich mit ihr arbeiten. Fein. Danke vielmals.
Das waren also im Quorum die Herrschaften und vor allem auch die beiden betroffenen Damen stehen ja für einzelne persönliche Anfragen. Vielen Dank. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.